Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es heute gut und ich habe heute, wie auch schon letztes Jahr im November, meinen Rest des Jahres TBR für euch. Im November und Dezember weiß ich meistens nicht wirklich, wie viel ich schaffe zu lesen. Im Oktober fängt die Uni halt immer wieder an und ja, da stecke ich jetzt auch schon wieder mittendrin. Und deswegen ist es dann immer so ein bisschen unsicher, wie viel ich dann in den letzten beiden Monaten des Jahres lesen kann. Und ja, außerdem habe ich jetzt generell ja schon länger kein TBR-Video mehr gemacht, weil ich das schon länger nicht mehr weiß. Aber es gibt auf jeden Fall noch Bücher, die ich gerne bis Ende des Jahres noch fertig gelesen haben möchte. Und die stelle ich euch jetzt einfach mal vor, würde ich sagen. Ich glaube, von meinem letzten Rest des Jahres TBR-Video von letztem Jahr habe ich, glaube ich, immer noch ein paar Bücher bis heute nicht gelesen. Shame on me, aber ja, egal. Ich stelle euch jetzt die Bücher vor. Das erste Buch, was ich lesen möchte und was auch das nächste sein wird, was ich lesen werde, ist Ich gebe dir die Sonne von Jandy Nelson. Das ist ja die Übersetzung von I'll give you the sun. Und das ist ja ein unglaublich gehyptes Buch. Und die deutsche Übersetzung kommt im November raus. Ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist, wenn dieses Video online ist. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das nächste Buch, was ich gerne lesen möchte. Es ist relativ dick, aber es ist ein Jugendbuch und nicht gerade klein geschrieben. Also von dem her dürfte das locker machbar sein. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr. Nach diesen ganzen Sachbüchern aus dem Oktober freue ich mich so richtig auf so ein lockeres, schönes Jugendbuch. Dann möchte ich ein Buch beenden, was ich jetzt schon eine Weile mit mir rumschleppe. Und zwar ist das Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Und das ist so ein Buch, da komme ich nur im Hardcore-Schneckentempo voran, weil das einfach so massiv und schwer ist, dass ich es nicht mitnehmen kann. Also ich kann es leider nicht mit mir herumtragen, zumal das auch noch ein geliehenes Buch ist von der Tante meines Freundes. Und ja, das ist unglaublich schwer und ich lese halt wirklich fast nur in der S-Bahn. Ich lese hier zu Hause fast nie, ich habe keinen Leseplatz, ich habe keinen Lesesessel und so weiter. Im Bett schlafe ich immer ein und ja, deswegen ist das hier sehr, 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 sehr slow going. Ich bin jetzt irgendwo hier, Seite 250 oder so von 1300. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch bis Silvester beendet haben. Erstens möchte es die Tante gern irgendwann mal zurückhaben, was ich absolut verstehen kann. Und ja, zweitens, ja, ist dieses Buch wirklich gut? Ich komme bloß echt nicht dazu, es zu lesen, aber ich will es unbedingt fertig lesen und ich werde es bis Silvester beendet haben. Ich nehme mir das einfach jetzt so fix vor und ich muss das lesen und Und wo wir gerade bei dicken Büchern sind, die man nicht mit in die S-Bahn nehmen kann, habe ich noch Im Schatten des Berges von Gregory David Roberts. Bitte entschuldigt, ich habe den Schutzumschlag jetzt nicht wieder gescheit dran gemacht. Das ist nämlich hier so eine Folie. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es glänzt auf jeden Fall so ein bisschen. Und das muss man da wieder drum machen. Und ich lese es logischerweise ohne Schutzumschlag. Und deswegen, ja, ist es irgendwie immer ein bisschen umständlich, das wieder zusammenzubauen. Auf jeden Fall ist das ja mein Highlight des Jahres 2016. Ich habe ja das ganze Jahr darauf gewartet. Ich habe eigentlich seit Jahren darauf gewartet, weil das Ganze die Fortsetzung von Shantaram ist, eine meiner absoluten Lieblingsbücher. Und auch dieses Buch hat ja fast 1000 Seiten, ist dementsprechend auch ein Brummer. Es sieht gar nicht so dick aus, wie es ist, aber es ist dick, glaubt mir. Ich bin so glücklich, dass ich dieses Buch jetzt habe, dass es endlich draußen ist. Und ich denke, das werde ich auch im November noch beenden, weil ich einfach süchtig nach Gregory David Roberts bin und weil dieses Buch toll ist und weil, ja. Ha. Dann haben wir diesen fetten Schnabel hier und zwar sind das alles Bücher über moderne Sklaverei. Ich habe sie euch in einem Schreibvlog, den ich euch hier verlinke, habe ich die alle mal aufgezählt und euch gezeigt, was ich lese. Ich glaube, das war da noch nicht dabei. Das ist Die neue Sklaverei von Kevin Bales. Ich guck mal, ob ich hier ein gescheiteres Cover als das da finde. Auf jeden Fall, ja, sind das die Bücher, die ich dieses Jahr auch dafür noch lesen möchte. Das sind noch ganz schön viele. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe. Mal gucken, ich werde mein Bestes geben. Und ja, wer die Bücher im Genaueren sehen will, Schreibvlog. Dann gibt es von den Büchern, die noch nicht erschienen sind zum aktuellen Zeitpunkt, noch ein Buch, was ich auf jeden Fall noch dieses Jahr lesen möchte und werde. Und zwar ist das der vierte Band oder die vierte Übersetzung von Throne of Glass und zwar Königin der Finsternis heißt das, glaube ich, die Übersetzung von Queen of Shadows. Alias, ich hänge halt ein Buch hinterher, im Gegensatz zu allen anderen, die Empire of Storms schon auf Englisch gelesen haben. Auf jeden Fall werde ich das dieses Jahr auf jeden Fall noch lesen. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Bin gespannt, wie es weitergeht. Queen of Shadows war ja so total umstritten. Die einen fanden es total scheiße und die anderen total geil. Und ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt, was ich dann dazu sage. Und ja.
Letzten Monat habe ich mit Dunkle Materie und Dinosaurier meine Liebe für die Astronomie wiederentdeckt. Ich war früher ein Riesenfan davon. Ich wollte es auch immer studieren, aber leider bin ich in Mathe und Physik so scheiße, dass das definitiv leider keine Option für mich ist. Aber ich bin ja großer Fan. Außerdem habe ich die Arctic Vlogs von Ben Brown gesehen, wo Chris Hadfield, der Astronaut, dabei war. Und ja, ich bin jetzt wieder total verliebt in das Universum und in die Raumfahrt und in die Astronomie. Und deswegen möchte ich gerne in Astronauts Guide to Life on Earth, Life Lessons from Space von eben Chris Hadfield, dem Astronauten, gerne dieses Jahr noch lesen und bin gespannt, was er so zu erzählen hat. Ich glaube, das ist wahnsinnig spannend, da mal reinzuschnuppern, wie das so im All zugeht. Dann habe ich noch zwei Bücher, wo ich da war gerade eine Krähe, die beinahe gegen mein Fenster gesegelt ist, aber sehr zielstrebig. Dann habe ich noch zwei Bücher, von denen ich wahrscheinlich maximal eins noch dieses Jahr schaffen werde. Ich bin nicht mal so optimistisch, ob ich überhaupt eins von beiden schaffe. Aber die sind beide so dick, dass ich, wenn dann, wahrscheinlich tatsächlich nur eins irgendwie noch auf die Reihe kriege. Und zwar wäre das einmal Kalypto, Herren der Wälder von Tom Yakuba. Das klingt so richtig schön herbstlich. Im Herbst werde ich das definitiv nicht mehr schaffen zu lesen. Aber es klingt großartig, es ist Fantasy, es geht um Wälder und ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, um was es geht. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in der Infobox, wer den Klappentext lesen möchte. Ich finde, es klingt fantastisch und ich will es schon ewig lesen, aber ich komme halt einfach nicht dazu. Und das gleiche gilt für Die Winter der schwarzen Rosen, Der Winter der schwarzen Rosen von Nina Blason. Das ist ja auch ein wahnsinnig gehyptes Buch. Das haben ja viele Menschen gelesen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so ein richtig schön winterliches Buch, was man super toll lesen kann, wenn es draußen schneit. Und ja, eins dieser beiden Bücher möchte ich eigentlich wirklich gerne noch dieses Jahr lesen. Ich hoffe, ich schaff's auch. Am liebsten wären mir ja beide, aber das ist relativ unrealistisch. Ich glaube, ihr seht, wie dick die Bücher sind. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, welches der beiden Bücher ihr lesen würdet, wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet. Ich vermute, dass die meisten für dieses Buch stimmen würden. Ja, aber ihr könnt mir auch gerne da lassen, wenn ihr die Bücher, eins der Bücher schon gelesen habt und wie ihr es fandet. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe davon nichts. Ich freue mich einfach nur drüber. Und ja, wer mir was da lassen möchte, gerne ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, um nichts mehr zu verpassen, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Hier könnt ihr mich abonnieren, also Tasmetu. Und hier noch meinen Reisekanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video, spätestens nächsten Samstag. Und bis dahin, tschüss!